Hallo, ich bin Nicole und absolviere mein vierjähriges Bachelorstudium zur Hebamme an der Fachhochschule. Da lerne ich die Grundlagen für meinen Traumberuf, ich bin Töler, Geburtshäuser oder als selbstständige Hebamme bei den Frauen und Familien zu Hause. Ich bin Claudia und arbeite auf der Geburtsabteilung von einem Regionalspital als Hebamme. Jeden Tag komme ich mit viel Freude in meine Geburtsabteilung, weil hier ist kein Tag wie jeden anderen. Salü, ich bin Simona. Ich habe mich vor vielen Jahren dazu entschlossen, als selbstständige Hebammenfrau vor und während der Schwangerschaft, der Geburt oder im Wochenbett zu unterstützen. Und ich habe die Entscheidung bis heute noch nie bereut. Ich arbeite vorgeburtlich primär in der Hebammenpraxis und bei der nachgeburtlichen Betreuung bei den Familien daheim. Als Hebamme bin ich mit einem breiten Fachwissen Begleiterin und Beraterin für Frauen und ihre Familien in der Schwangerschaft. Frauen können sich mit den verschiedensten Fragestellungen an mich wenden. Als Hebamme erfassen wir die Familie in ihrer momentanen Lebenssituation. Wir erheben die Anamnese. Begleiten sie dann bei den kleineren und grösseren Beschwerden in einer Schwangerschaft und stehen mit Tipps und Tricks aus bewährtem Hebammenwissen zur Seite. Wir ertasten mit den Leopoldschen Handgriffen die Lage des Kindes im Bauch der Mama, hören die kindlichen Herztöne, führen bei der Mutter Urin- und Blutdruckkontrolle und allfällige Blutentnahmen durch. Unsere Aufgabe ist es, die Eltern dahingehend zu befähigen, dass sie Entscheidungen treffen können, wie zum Beispiel in welchem Rahmen oder wo sie gebären wollen. Das während der Ausbildung erworbene und weiterentwickelte Wissen wende ich täglich aktiv an, indem ich beispielsweise die Gebärenden genau beobachte. Ich höre, wie sie schnaufen, meine Hände setze ich ein, um weh zu tasten und einzuschätzen, wie weit fortgeschritten die Geburt ist. Und natürlich, um das Kind bei der Geburt in Empfang zu nehmen. Meine Berufskolleginnen und ich engagieren uns mit viel Eigenverantwortung, dass jede Frau und jede Familie individuell und nach ihren Bedürfnissen entsprechend begleitet wird. Heute habe ich den letzten Rückbildungsabend mit Frauen, wo ich zum Teil über Monate in der Schwangerschaft und im Wochenbett durfte begleiten. Es ist immer wieder schön, den Prozess der Familienwerdung begleitet zu dürfen. Die Familien wachsen mir manchmal richtig ans Herz. Aber es heisst auch immer wieder Abschied nehmen. Und wer weiss, vielleicht bis zu einer nächsten Schwangerschaft. Bettina ist eine freiberufliche Hebamme. Sie begleitet vor allem Frauen bei der Hausgeburt und während der Wochenbettzeit. Hier trifft man Bettina meistens, wenn sie nach einer Geburt neues Material benötigt. Auch am Vortag hatte sie eine Geburt begleitet und richtet nun das Material für den nächsten Einsatz. Simona und Bettina sind beides Mitglieder im Schweizerischen Hebammenverband. Das ist der Berufsverband der Hebammen in der Schweiz. Hebammen brauchen Vernetzung sowohl untereinander als auch mit Fachpersonen wie Kinderärzten und Kinderärztinnen oder Institutionen wie der Mütter-Väter-Beratung und weiteren kantonalen Beratungsstellen. Für die Weiterentwicklung und Professionalisierung des Berufes ist ein Engagement in berufspolitischen Belangen sehr wertvoll. Zudem werden hier Aus- und Fortbildungskurse für die Hebammen zu den unterschiedlichsten Themen angeboten, wie zum Beispiel Akupunkturweiterbildung, Stillmanagement oder Neugeborenenreanimation. Mein Studium zur Hebamme bereitet mich optimal auf den Hebammenberuf mit seinen vielseitigen Facetten im Bereich Geburtshilfe, Gesundheitsförderung und Prävention vor. Nach dem Bachelorabschluss kann auch ein Masterstudiengang absolviert werden. Mein Studium teilt sich zur Hälfte in theoretische Inhalte, was auch den Skills-Unterricht an der Fachhochschule beinhaltet. Die andere Hälfte der Zeit verbringen wir im klinischen wie außerklinischen Setting in Praxiseinsätzen. Neben dem Praktika darf ich aktuell in einem Projekt mitarbeiten, wo schwangere Frauen die Möglichkeit bietet, in einer Gruppe die Erfahrungen von der Schwangerschaft mit anderen zu teilen und gleichzeitig eine medizinische Schwangerschaftsvorsorge auf höchstem Niveau zu erhalten.
Ich finde es so super, dass in meinem angehenden Beruf enorm viel unternommen wird, um die Frauen während der Mutterschaft bestmöglich zu unterstützen. Wir Hebammen setzen uns dafür ein, dass das Wunder vom werdenden Leben, von der Entstehung bis in die Stillzeit bestmöglichst abläuft. Wenn ich in meinem Umfeld über meine Arbeit erzähle und gefragt werde, was man für Eigenschaften als Hebamme mitbringen muss, dann sind für mich die Antworten ganz klar. Das sind Flexibilität, Spontanität, Empathie und Ausdauer. Daneben braucht es auch Begeisterung für Medizin, Forschung und Entwicklung. Wichtig ist es, Verantwortung zu übernehmen, denn die Eltern vertrauen auf unser Fachwissen und unsere Erfahrung. Die Umstände sind während der Schwangerschaft und im Wochenbett immer wieder verschieden. Und die Geburt ist ein einzigartiges Erlebnis. Es ist bereichernd, die Herausforderungen mit all ihren Facetten anzunehmen und die Mutter zu unterstützen, ihr Kind zu gebären. Ob in einem Geburtshaus, im Spital oder zu Hause. Wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, haben die werdenden Mütter die Wahl, wo sie ihr Kind zur Welt bringen wollen. Es spielt keine Rolle, für welchen Geburtsort sich die Mutter entscheidet. Die Hebamme steht ihr in jeder Situation zur Seite. Bei einer Geburtsbegleitung zu Hause wird der natürliche Geburtsverlauf unterstützt. Die werdende Mutter ist bei einer Hausgeburt in ihrem vertrauten Umfeld und wird nicht durch einen Ortswechsel in ihrer Geburtsarbeit gestört. In einem Geburtshaus liegt der Fokus ebenfalls auf einer normal verlaufenden Geburt. Bei Komplikationen arbeiten die Hebammen mit den umliegenden Spitälern zusammen. Zudem ist es sinnvoll, wenn auch die Schwangerschaftskontrollen oder zumindest einige davon am gewünschten Geburtsort stattfinden. So können bereits im Vorfeld die Hebammen und das Team kennengelernt werden. Auch bei einer Geburt im Spital sind es die Hebammen, die eine Geburt leiten. Sollte es zu Komplikationen kommen, arbeitet die Hebamme mit dem ärztlichen Team zusammen. Super. Rückt der große Tag näher, wollen Schwangere meist vieles wissen. Wie lange dauert eine Geburt? Was passiert dabei genau? Hebammen erklären den Paaren den Ablauf, wie das Baby auf die Welt kommt. Im Beratungsgespräch erkläre ich den Frauen und ihrer Begleitperson die möglichen Anzeichen von einer beginnenden Geburt. Ich ermutige sie, mit der Hebamme telefonisch Kontakt aufzunehmen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Während der verschiedenen Phasen der Geburt ist die Hebamme an der Seite der werdenden Familie. Sie unterstützt und begleitet sie auf der medizinischen sowie auch auf der emotionalen Ebene. Das fängt an mit den Möglichkeiten, wie die Frau in der Anfangsphase der Geburt Kraft tanken kann, bis über das Angebot der Schmerzlinderung. Die Motivation während der Geburtsarbeit bis zur Begleitung der eigentlichen Geburt des Kindes. In der Regel leitet die Hebamme die Geburt selbstständig und trägt Verantwortung für Mutter und Kind. Nach der Geburt beobachtet die Hebamme die ersten Atemzüge und die Anpassung des Neugeborenen auf das Leben außerhalb des mütterlichen Bauchs. Dabei findet das erste Kennenlernen, sogenannte Bonding, statt. Nach der Geburt der Plazenta kontrolliert die Hebamme Mutter und Kind und unterstützt das erste Stillen und mit dem fängt die Wochenbettzeit an. Hallo, ich bin Bettina und ich bin pro Jahr ca. 25'000 km mit dem Auto unterwegs, um von einer Familie zur nächsten zu fahren. Manche Frauen darf ich durch die gesamte Schwangerschafts-, Geburts- und Wochenbettzeit begleiten. Und das nennt man kontinuierliche Hebammenbetreuung. Und andere Familien begleite ich erst nach der Geburt zuhause im Wochenbett. Nach einer Geburt kontrolliere ich die Entwicklung des Kindes. So erfasse ich regelmässig das Gewicht und berate die Eltern in der Babypflege, in Fragen rund ums Schlafen und in der Umstellung der Familiensituation und der Tagesstruktur. Mit der Familie zusammen bespreche ich das Thema Ernährung des Neugeborenen und wie, falls gewünscht, ein erfolgreicher Stillstart unterstützt werden kann. Du hast Hunger, genau. Ich finde, wir Hebammen haben einen der schönsten Berufe der Welt. Seit Generationen können wir uns auf Hebammenwissen und Erfahrung und seit ein paar Jahren auch auf die Erkenntnis aus der berufseigenen Hebammenforschung zurückgreifen. Es macht mir Freude, das Wissen an die neue Hebammengeneration weiterzugeben. Gleichzeitig finde ich es spannend, mich mit neuen Entwicklungen auseinanderzusetzen und die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse in meine Arbeit einfließen zu lassen. Die Unterstützung von unserem Berufsverband ist hilfreich und wichtig.
Darum mache ich mich jetzt auf zu einer Sitzung von unserem Hebammenverband. Mein letztes Praktikum durfte ich bei einer frei praktizierenden Hebamme absolvieren. Es ist mir dort bewusst worden, dass Hebammen nicht nur Expertinnen für die Mutterschaft, sondern auch Unternehmerinnen sind. Denn Hebammen arbeiten in eigener fachlicher Verantwortung und organisieren sich selbstständig. Einfach ein wunderbarer Beruf, für den ich mich entschieden habe. Ich erlebe so viel Dankbarkeit und Wertschätzung von der Familie, dass es mir wert ist, sehr häufig abrufbereit zu sein und mich immer wieder spontan auf neue Situationen einzulassen. Ich wünsche mir, dass jede Frau eine Hebamme hat. Oh, da muss ich schnell hingehen. Excuse, ist wahrscheinlich schon die nächste Frau, die mich braucht. Hallo, da ist Bettina. Viele verbinden das Berufsbild der Hebamme mit der Geburt oder dem Wochenbett und den wunderbaren emotionalen Momenten, welche die Geburt eines Kindes mit sich bringen. Doch der Beruf einer Hebamme geht viel weiter. Sie ist Expertin für die Mutterschaft und betreut Frauen kontinuierlich, während Präkonzeption, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit bis zum Ende des ersten Lebensjahres des Kindes. Sie handelt aufgrund ihrer Berufskompetenzen selbstständig und in eigener Verantwortung. Bei Auftreten von Abweichungen führt sie situationsgerecht und in interprofessioneller Zusammenarbeit notwendige Interventionen durch. Auch in schwierigen Situationen oder bei Kindsverlust steht die Hebamme der Familie zur Seite. Sie kommuniziert personenzentriert und lösungsorientiert mit Frau und Familie und stärkt deren Selbstbestimmung. Suchen Sie für die Begleitung in Ihrer Schwangerschaft, für die Geburt oder für die Zeit danach eine Hebamme? Oder sind Sie interessiert am Beruf der Hebamme? Hier finden Sie weitere Informationen. www.hebamme.ch. Jetzt lädt mein Handy zu der nächsten Geburt, dort fahre ich gerade hin. Gehen Sie hier rauffahren, tue ich Ruhe bewahren. Lauf da nichts nach Plan, wirf mich das nicht aus der Bahn. Die Handgriffe immer sitzen, drum komm ich nicht in Schwitze. Mir kannst vertrauen, auf einen guten Start ins Leben bauen. Hebamme, meine Berufung, auf mich kannst du dich verlassen. Will ich mitten im Leben, mitten im Leben, mitten im Leben stehen. Will ich mitten im Leben, mitten im Leben, mitten im Leben stehen. Doch so viel Dankbarkeit, Freude und Emotionen. Hebamme, 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 hey.